als Tipp, du kannst mit deinem Busticket hier umsonst in der Kantine etwas essen. Also einfach vorzeigen und dann bringen sie dich an den Tisch und da wartet schon etwas zu essen auf dich. Guten Morgen. Morgen. Endlich sind wir in Khao-Lak angekommen. Wir haben es geschafft. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen zerstört aussehen. Sairun-Wasserfall. Der Eintritt ist kostenlos, lediglich eine kleine Parkgebühr musst du bezahlen. Das ist ideal, um sich mal zwischendurch ein bisschen zu erfrischen. Von Khao Lak aus fährst du circa 10 Minuten. Dich ein bisschen betätigen willst, befindet sich in Khao Lak auch das Rawai Muay Thai Camp. Hier kannst du neben dem klassischen Thai-Boxen auch normale Fitnesskurse machen. Wir haben die Jungs letztens am Strand erwischt, morgens um 9 Uhr, wo sie eine Trainingseinheit gemacht haben. Einfach mal vorbeischauen und nachfragen, was sie anbieten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Im Hintergrund siehst du den Kukak-Tempel. Es ist eine relativ kleine Tempelanlage, dennoch schön anzusehen, wie wir finden. Hi, wir sind hier am Ton Pling Wasserfall. Das ist ein relativ kleiner Wasserfall, ist aber gar nicht weit weg von Khao Lak. Ganz einfach mit dem Roller zu erreichen, lohnt sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Hier hast du halt im Vergleich zum Chongfao oder Sairun Wasserfall keinerlei Kosten, du kannst umsonst parken, musst keinen Eintritt für den Wasserfall bezahlen, ist aber auch nicht ganz so spektakulär. Ja, kommen wir mal zum Thema Roller in Thailand. Eigentlich siehst du ja jeden mit einem Roller rumheizen. Wir selber leihen uns auch immer wieder einen Roller aus, weil wir einfach dann flexibler sind und alles auf eigene Faust erkunden können. Aber wenn du zu Hause noch nie so ein Ding gefahren bist und dich nicht sicher auf so ein Zweirad fühlst, sollst du es vielleicht sein lassen. Wir sehen täglich die Ambulanz rumfahren und oft hören wir, dass halt Roller verunglückt sind, ob Einheimische, aber auch viele Touristen. Wenn du dir trotzdem einen Roller mietest, dann fahr immer vorsichtig. Bitte denk dran, es ist Linksverkehr. Zieh deinen Helm auf, auch wenn er nicht viel nützen sollte, besser wie nix. Fahr vorsichtig, sei achtsam. Wenn du dir einen Roller mieten willst, viele wollen deinen Reisepass oder so als Pfand haben. Dein Reisepass würde ich niemals aus der Hand geben. Einigt euch vielleicht darauf, dass du die Kopie vom Reisepass abgeben kannst oder höchstens dein Personalausweis. Das sollte ja reichen. Zum Preis kommt immer darauf an, wie lange du den Roller mietest. Zahlt für 2 Tage natürlich mehr, wie wenn du den jetzt 2 Wochen mietest. Also generell kann man sagen, 150 Baht sollte ein guter Preis sein. Wenn du ein bisschen mehr, ein bisschen weniger bezahlst, auch noch alles im Rahmen. So, ich hoffe, wir konnten dir mit diesen Tipps ein bisschen weiterhelfen und hoffen, dass eine sichere und spannende Zeit in Thailand auf dem Roller.
So, wenn du jetzt denkst, das war schon mit Kaulack, da hast du dich aber sowas von geschnitten. Denn in den nächsten Videos zeigen wir dir noch die besten Strände Kaulacks, unsere absoluten Lieblingsrestaurants. Wir zeigen dir die Märkte Kaulacks, den Lamru Nationalpark. Außerdem nehmen wir dich noch mit auf eine ziemlich verlassene Insel. Und zu einem Lost Place. Außerdem zeigen wir dir ein Projekt, wie du dieses scheiß Elefantentracking stoppen kannst oder einen Teil dazu beitragen kannst und diese wundervollen Tiere in ihren wohlverdienten Ruhestand schicken kannst. Also, dranbleiben lohnt sich. Freu dich! Ciao, ciao!